Kommen wir zum Car-Settings-Menü im A6, dem Facelift. Wir haben hier erstmal eine Startscreen, wo ich verschiedene Fahrzeugeinstellungen, so wie ich es gerne hätte, für mich umstellen kann. Ich habe hier voreingestellte Programme, die das Fahrzeug verändern. Komfort zum Beispiel heißt, dass die Lenkung ein bisschen weicher wird, die Federung wird ein bisschen leichter, also gedämpfter, nicht mehr hart abgestimmt. Ich kann auf Dynamic gehen, das ist eine sportive Einstellung, das heißt, das System, der Motor reagiert und adaptiert Gaswünsche sehr viel schneller, sehr viel dynamischer, dreht viel höher, dreht die Gänge eher aus. Entsprechend auch übrigens wird den Stoßdämpfer dann nochmal verstellt, der Wagen wird leicht abgesenkt. Ich kann den Wagen übrigens, wenn ich möchte, auch leicht anheben. Ich habe hier einen Bordbuchaufruf, dann nochmal zusätzlich in diesem Menü. Wer mag, kann selbstverständlich auch, gehen wir mal da rein, sich das mal anschauen, wie man denn hier für sich das Fahrzeug umstellen kann. Da kann ich sagen, Motorgetriebe auf Comfort Dynamic oder ich lasse es auf Auto. Die Luftfedern kann ich verstellen, die Dynamiklenkung, das Sportdifferential, den Motorensound kann ich verstellen, weil der hat Soundchips drin übrigens. Deswegen klingt hier dieser Turbo Diesel, den ich habe, auch sehr nach V8 fast schon, muss ich sagen. Die adaptive Fahrkontrolle ist drin, also Adaptive Cruise Control ist drin, das kann ich alles verstellen, wie ich möchte. Dass ihr mal gesehen habt, was ich eigentlich im Einzelnen verstellen kann, das kann ich mir individuell abspeichern und kann das für mich entsprechend dann abrufen. Die meisten gehen übrigens dann auf Auto oder halt eben Dynamic oder Efficiency, die besonders sparsam unterwegs sein müssen. Das heißt, das Auto fährt relativ träge los, alles ist ein bisschen sanfter und gedämpfter. So, das ist erstmal dieses Fahrzeuggrundeinstellungsmenü für das Fahrverhalten. Dann haben wir natürlich nichts anderes noch drin als die gesamten Fahrzeugeinstellungen, den Fahrerassistenzsysteme. Gucken wir uns die zuerst mal ganz kurz an. Ich habe eine Tempowarnung drin, Einparkhilfe, ich kann das Head-Up-Display ein- und ausschalten. Ich habe Audi Braking Guard, also das entsprechend automatisiert bremst, die Tempolimit-Anzeige, Audi Side Assist. Ich habe dieses Active Lane Assist, also die Lenkunterstützung, dass wenn ich die Spur überschreite, er mich warnt, ohne zu blinken natürlich, dann warnt er mich. Oder er lenkt halt eben mit, um mich mittig zu halten, max, weiß ich gar nicht, 15 Sekunden. Ich habe eine Pausenempfehlung, die kennt man auch von der Konkurrenz. Das ist der Müdigkeitswarner, kann man sagen. Einen Regensensor habe ich dabei und das kann ich mir alles selber verstellen, was die Assistenzsysteme angeht. Dann gibt es natürlich noch die gesamten Fahrzeugeinstellungen. Da zeige ich euch nur mal die Grundmenüs. Hier kann ich die Lenkradtaste, das ist die sogenannte Favoritentaste, belegen mit einem speziellen Punkt, wo ich zum Beispiel sage, ich möchte ganz gern den Tempowarner an- und ausschalten können auf einen Knopfdruck. Dann stelle ich mir das hier ein, verknüpfe das und dann drücke ich hier auf die Taste. Und dann habe ich entsprechend das aktiviert und deaktiviert, also in dem Fall halt das Beispiel bei Tempowarner. Dann kann ich die Sitze entsprechend einstellen, wie ich das gerne hätte. Hier ist der Fahrersitz und der Beifahrersitz gemeint. Ich habe hier den automatischen Gurtstraffer drin. Also wenn ich einsteige, dann zieht er den nochmal an, dass er richtig fest ist im Fall eines Unfalls, dass ich nicht da unten durchrutsche. Ich habe die Außenbeleuchtungssystematik drin, wie lange soll das leuchten und so weiter. Die ambiente Beleuchtung, die Zentralverriegelung, die Verriegelung während der Fahrt und die Luftfedern. Und wenn ich Anhänger habe, kann ich entsprechend das dann umstellen. So, letzter Punkt. Dann gehen wir noch schnell auf Klima. Das ist die Klimaeinlage, Einstellung für den Vorbereich. Das können wir entsprechend hier umstellen. Wir haben hier die Möglichkeit, die Temperatur entsprechend zu verstellen. Aber das brauchen wir jetzt eigentlich nicht wirklich. Das wollte ich euch noch kurz zeigen. Die Fußraumtemperatur, die Umluftautomatik, den Klimastil, also Medium zum Beispiel. Das heißt, heize relativ gemütlich oder kühle. Eco würde heißen, das geht ja aufs Benzin. Macht das alles mal ein bisschen träger, reagiere nicht so spontan. Wenn ich sage, ich habe einen Wunsch von 23 Grad, dann macht das langsam nach oben. Die Zuheizerautomatik ist noch dabei und das war das Klimamenü. Damit sind wir eigentlich schon erstmal mit dem Wesentlichen durch.